Wir machen nahtlos weiter. Wir haben uns gedacht, wir legen einen wunderschönen Block mit Geschichtspodcasts und Geschichte wirklich im Sinne von Historie und Geschichte begreifen und erleben. Und ganz in diesem Sinne begrüßen wir jetzt Martin Fischer mit seinem Vortrag Erzähl mir von früher. Er wird etwas über seinen Podcast Staatsbürgerkunde berichten mit der Tagline über das Leben in der DDR. Und er hat so schön angekündigt in seinem Abstract, was wir als Historie kennen, was war für unsere Eltern und Großeltern einmal Alltag. Er beschreibt damit ein bisschen, wie sie Zeitzeugen sind, die nicht in Geschichtsbüchern landen und wie gerade mit Geschichtspodcasts es geschafft werden kann, diese Oral History zu fassen und eben eine authentische und persönliche Annäherung an Geschichte vollzogen werden kann. Er wird uns jetzt, wie gesagt, etwas über seinen Podcast vorstellen und dann auch über die Möglichkeiten von Geschichtspodcasts an sich. Und damit würde ich dann so langsam an Martin übergeben, wenn es klappt. Genau, also ich bleibe hier stehen am besten. Dann vielen Dank erstmal an die Vorrednerin und auch an das Orga-Team, dass sie mich in die Nähe der Vorrednerin gesetzt hat. Es passt dann doch sehr gut, habe ich jetzt festgestellt, als ich dann im Vortrag saß und den Vortrag ja auch betitelt habe, Erzähl mir von früher, Podcasts schreiben Geschichte. Und ich finde, das können Podcasts wirklich sehr gut, also Geschichten erzählen und eben auch Geschichten von früher. Und ich möchte auch starten mit einer kleinen Geschichte von früher, also einer kleinen Weihnachtsgeschichte sogar. Als der Podcast gestartet wurde, war es im Februar 2012, aber dem voraus ging ein Gespräch auf dem Weihnachtsmarkt mit Kollegen, wo es mal wieder um die DDR ging. Meine Kollegen wussten damals, dass ich aus der DDR komme, und es war immer sehr interessant für die, weil die oftmals aus dem Westen dann kamen. Und ich habe das schon früher festgestellt, als mein Vater auch mal in der Schule von der DDR erzählt hat, wie begeistert dann eigentlich alle davor saßen und das gar nicht kannten und wie das war anders bei euch und ihr hattet in der ersten Klasse schon Noten und ja, also es war immer was ganz Besonderes, aus der DDR zu sein, offensichtlich. Und so war es eben dann auch bei den Kollegen, und ich war schon ganz lange Podcast-Hörer und auch begeisterter Podcast-Hörer und wollte eigentlich immer selber einen Podcast starten. Und eben auf dem Weihnachtsmarkt kam mir dann die Idee, das zu machen. Und das Thema sollte dann eben auch DDR sein, weil eben diese Geschichten, die ich nur vom Abendbrottisch kannte oder wenn es eben mal bei Bekannten erzählt wurde, nie so richtig dokumentiert waren. Und das wollte ich einerseits machen, einerseits die Familiengeschichte aufzeichnen und auch so ein bisschen das Leben in der DDR, wie es war, dokumentieren. Ein Problem gab es natürlich noch: ich brauchte dazu Gäste, und die Gäste sollten meine Eltern sein zunächst mal, weil ich die natürlich im direkten Zugriff hatte. Und das habe ich dann Silvester meinen Eltern vorgestellt, dass ich das vorhabe. Und die größte Sorge meiner Mutter war zu dem Zeitpunkt, müssen wir dann nicht die ARD fragen, wenn wir dann selber senden wollen. Das konnte ich dann zum Glück schnell ausräumen, sodass wir dann die erste Folge auch aufnehmen konnten. Aber da sieht man dann auch schon mal wieder so ein bisschen, welche Autorität dann natürlich auch die Öffentlich-Rechtlichen und die Sender dann doch noch haben, wenn es um Senden ging zu dem Zeitpunkt damals für uns auch noch. Wir haben dann gestartet, also erstmal nur wir drei, und haben über die DDR gesprochen. Und das waren zunächst natürlich mal Themen, die wir so im direkten Zugriff hatten, die wir alle kannten. Also, wie sind meine Eltern zur Schule gegangen? Wie haben sie studiert? Was haben sie gearbeitet? Wie sind wir in Urlaub gefahren? In Staatsbürgerkunde, also dem Podcast, der dann diesen Namen trug, haben wir dann immer zu einem Thema eine Folge gemacht. Und ja, mein Vater war Lehrer in der DDR, der konnte dann so ein bisschen erzählen, wie er Studium und dann Lehre Beruf ausgeübt hat. Meine Mutter hat in der Stadtverwaltung gearbeitet. Ihre Mutter war Schneiderin, das heißt, das ganze Thema Mode und Einkauf von Mode und Mangel von Modegeschäften war natürlich auch immer damit dabei. Und das waren eigentlich alles so Themen, die so im kollektiven Gedächtnis von vielen dann auch verankert waren. Also da konnten sich dann viele mit identifizieren. Sie konnten vergleichen, wie war es im Westen, was wissen Sie vielleicht noch aus dem Osten. Also es war tatsächlich auch ein schöner gesamtdeutscher Podcast, der dann so über die Kommentare Wirklichkeit geworden ist. Und ja, diese Themen konnte ich dann ganz lange mit meinen Eltern behandeln. Zwischendurch habe ich mir auch so ein paar kleine Wünsche erfüllt und mit meinem Lieblingscomic, also den Machern von heute, gesprochen, wie sie das in der DDR realisiert haben. Aber hauptsächlich waren am Anfang meine Eltern die Zeitzeugen der Wahl.
Das hat sich dann zwangsläufig ein bisschen ausgeweitet, weil meine Eltern natürlich nicht alle Aspekte der DDR abdecken können. Und so war ich dann immer auf der Suche nach Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die andere Teilgebiete abdecken können. Das ist jetzt im baden-württembergischen Südwesten nicht ganz so einfach, weil da relativ wenige Ostdeutsche im direkten Zugriff sind. Also man kennt dann schon ein paar, aber die meisten sind natürlich dann noch im Osten geblieben oder zumindest die man noch interviewen wollte, weil zu dem Zeitpunkt natürlich die DDR schon ein bisschen Vergangenheit war und viele auch schon älter waren und jetzt nicht mehr so reisemobil waren und ich dann eher der war, der reisen musste. So habe ich dann auch immer, wenn ich zum PPW damals noch, heute Subscribe, gefahren bin oder wir Urlaub mal in Dresden gemacht haben, das Podcast-Equipment mitgenommen und habe dann versucht, dort Termine zu planen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mein Ziel war dabei eigentlich auch immer, Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten, weil mir ist bewusst, dass es ein sehr subjektives Format ist, weil die Personen, die sprechen, natürlich aus ihrer eigenen Erinnerung heraus sprechen, die natürlich dann auch schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und aus meiner Sicht spricht es dann auch nichts dagegen, ein Thema mehrmals von verschiedenen Leuten berichten zu lassen. Und im günstigsten Fall auch in aufeinander aufbauenden Episoden. Das hat sich einmal ganz schön ergeben. Ich habe ja erzählt, mein Vater war Lehrer und auch in der Oberstufe tätig und dafür auch verantwortlich, Schüler fürs Abitur vorzuschlagen. Das konnte in der DDR nicht jeder Abitur machen. Ein geringer Prozentsatz wurde dann immer ausgewählt. Der musste auch den richtigen Klassenstandpunkt, wie es hieß, vertreten. Und wie gesagt, im Arbeiter- und Bauernstaat sollte die Intelligenz jetzt auch nicht zu weit von den Arbeitern und Bauern entfernt sein. Und so hatte er eben auch einmal die Aufgabe gehabt, einem Schüler bzw. seinen Eltern eine Nachricht zu überbringen. Und das würde ich jetzt gerne mal kurz einspielen. Wir hatten einen Schüler, der war absolute einsame Spitze mit in der Klasse, wo ich Klassenlehrer war. Und der sollte übrigens von meiner Sicht aus Abitur machen. Und kurz bevor dann, es war in der 8. Klasse immer, wurde immer entschieden, so Mitte 8. Klasse, welche Schüler vorgeschlagen werden. Da kam der Direktor auf mich zu und sagte, hör mal zu, der Schüler, den schlägst du nicht vor. Und ich sage, wieso, warum? Seine Eltern sind kirchlich sehr gebunden und deshalb können wir den nicht als Vorbilder hinstellen und können den zur Abitur schicken. Dann sage ich, das geht nicht, der ist der Beste in der Klasse mit. Ja, das geht eben nicht, also da gibt es keine Diskussion, der kommt gar nicht als Vorschlag hin. Und ich soll zu den Eltern gehen und soll das den Eltern beibringen, dass er nicht Abitur machen kann. Und ich habe mir überlegt, bin ich den Eltern hingefahren, wusste ich, wie ich es denen beibringen sollte. Elternbesuch abends gemacht und habe so rumgedruckst und so. Und irgendwann mal haben dann die Eltern gesagt, Herr Fischer, wir wissen jetzt schon ungefähr, wo Sie hinwollen, so, aber Sie brauchen eigentlich keine Sorgen machen. Unser Sohn liebt Musik und wollte die Musik studieren. Wir haben für ihn schon einen Studienplatz an der kirchlichen Hochschule organisiert und besorgt. Wir haben da unsere Beziehungen und so. Also wenn er kleine Tour machen kann, das ist für ihn nicht so schlimm. Man hört jetzt hier auch schon, ich lasse das meiste eigentlich so ungeschnitten. Ich gehe vielleicht auch gleich nochmal auf die Unterschiede zu meiner Vorrednerin ein und auch Gemeinsamkeiten, die man jetzt hier auch schon deutlich rausgehört hat. Es ist einfach so die Erinnerung, aus der mein Vater heraus erzählt und manches mag jetzt vielleicht auch nicht ganz akkurat gewesen sein, also in dem Beispiel wahrscheinlich noch sehr. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo es sich ein bisschen abweicht, aber ich finde auch diese persönliche Erinnerung und das, was man da raushören kann, wie er überlegt und wie es ihn noch bewegt, finde ich eigentlich schon sehr schön, auch an dem Format. Es hat sich dann der schöne Zufall ergeben, dass er noch Kontakt hatte zu diesem Schüler, der tatsächlich dann seinen Weg machen konnte und Kirchenmusikdirektor in Gotha geworden ist. Der tourt auch mit Gerhard Schöne. Wer im Osten groß geworden ist, kennt vielleicht Gerhard Schöne als einen bekannten Kinderliedermacher. Da ist er auch noch mit ihm unterwegs. Und als ich meine Radtour durch Thüringen gemacht hatte, hatte ich auch das Podcast-Equipment dabei und wir haben dann in der Kirche in Gotha ein Interview geführt und sind auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen gekommen und da hören wir jetzt nochmal die andere Seite dieser Geschichte. Ja, das war schon irgendwann immer mal so in Andeutung rübergekommen, aber dann wird's mit dem Abitur wohl nichts und dann war letzten Endes vielleicht so schwer der Gang auch für ihren Vater gewesen sein mag, der ja auch noch eigentlich gar nicht so viel älter war als wir. Das war so, glaube ich, die allererste Klasse, die er hatte als Klassenlehrer, war für uns nicht so überraschend und nicht so ein schlimmer Schock.
Und das finde ich, das ergänzt sich dann eigentlich an der Stelle ganz schön, dass man die eine Seite gehört hat aus der persönlichen familiären Geschichte und sich das Ganze dann aber auch so aufweitet und man dann noch einen Zeitzeugen hört, der mit der eigenen Familie indirekt schon zu tun hat, aber nicht dazugehört und dann eigentlich, ja, dieses Thema Abitur und wie konnten Leute in der DDR Abitur machen, aus zwei persönlichen Erfahrungen heraus berichtet hat. Das mag jetzt natürlich nicht stellvertretend sein für alle, die Abitur machen durften oder nicht machen durften. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin dann schon offen dafür, auch noch mal mit jemandem zu sprechen, dem vielleicht durch das verbaute Abitur auch ein ganzer Berufsweg verbaut wurde. Und da sehe ich eigentlich auch schon das Potenzial von Staatsbürgerkunde, das über die Jahre noch immer mal wieder zurückzuführen zu Themen, die schon behandelt wurden und aber auch noch mal andere Aspekte mit reinzubringen. Die Kommentare, die zu Staatsbürgerkunde kommen, sind eigentlich durchweg sehr konstruktiv. Die führen die Themen oftmals noch weiter, bringen nochmal andere Aspekte rein und sind auch größtenteils frei von Nostalgie, was auch ein bisschen mein Anspruch vom Podcast ist. Das heißt, es gibt zwar auch Stimmen, die sagen, wir haben jetzt lange genug über die DDR gesprochen und müssen wir das überhaupt noch tun? Ich finde aber nach wie vor, das müssen wir tun und wir müssen auch noch über ganz andere Zeitepochen auch noch weiterhin sprechen können. Eben auch, wie meine Vorrednerin gesagt hat, um an die Geschichte zu erinnern und was sie heute noch ausmachen kann. Die Redner, die jetzt nicht mehr über die DDR sprechen wollen, sind zum Glück sehr selten in den Kommentaren. Die hören wahrscheinlich aber auch meinen Podcast nicht. Ich bin jetzt tatsächlich dann wirklich auch sehr froh über die Diskussion, die geführt wird. Ich muss da nicht viele Kommentare löschen oder moderierend eingreifen. Es gibt zwar hin und wieder den Vorwurf, ich würde meine Gesprächspartner vielleicht nicht hart genug nachfragen. Das liegt aber auch ein bisschen an meinem Format und vielleicht auch an meiner Person, dass ich eben die Leute eher erzählen lassen möchte und da wenig korrigierend eingreifen will. Und es zeigt sich dann auch, dass meine Hörerinnen und Hörer dann schon zwischen den Zeilen auch hören können, wenn jemand sich vielleicht auch ein bisschen anders versucht darzustellen, als er eigentlich möchte. Ich möchte aber in dem Format keinen vorführen, sondern ich möchte die Leute erzählen lassen, wie sie aus ihrer Erinnerung heraus die DDR erlebt haben und dann eher lieber nochmal jemand Zweites zu Wort kommen lassen, der es anders erlebt hat und dann dadurch dieses Mosaik so ein bisschen aufmachen. Es arbeitet so ein bisschen die Zeit gegen mich, das haben wir ja auch gerade schon gehört. DDR ist jetzt 25 Jahre her, der Zweite Weltkrieg noch länger. Das heißt, die Zeitzeugen werden älter, stehen vielleicht auch nicht mehr für Gespräche zur Verfügung, weil einfach ein längeres Gespräch nicht mehr möglich ist oder sie sind auch einfach schon gestorben oder sterben demnächst. Wenn jemand eine Position in der DDR begleitet hat, über dies wert wäre zu sprechen, dann war der damals wahrscheinlich in seinen 30ern, 40ern, geht jetzt auf die 70 oder sogar 80 zu und kann eigentlich, ja, wenn es gut läuft, vielleicht noch für 10 Jahre kann man den noch interviewen, danach wird es aber dann schon schwierig. Was mir zum Beispiel auch sehr leid tut, ist, dass ich mit meiner einen Oma gar nicht mehr sprechen konnte, die in der Frühzeit der DDR aufgewachsen ist. Die ist leider schon gestorben und die steht eben für diese Art Auskunft aus der Familiengeschichte gar nicht mehr zur Verfügung. Ist natürlich jetzt nicht nur schade, dass sie für den Podcast nicht mehr zur Verfügung steht, aber das zeigt so ein bisschen, dass die Zeit dann auch gegen den Zeitzeugen-Dokumentator arbeitet. Was auch eine schöne Reaktion ist auf den Podcast, ist, dass ich von Schülern hin und wieder mal gehöre, die sagen, sie haben dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang zum Thema DDR gefunden. Sie haben einerseits dieses faktenvermittelte Wissen in der Schule, aber so diese persönliche Erzählung und wie es war und eine Quelle mal zu hören, wie jemand eine politische Entscheidung im Alltag gespürt hat, ist dann doch mal noch was ganz anderes. Das habe ich selber auch festgestellt im Geschichtsunterricht. Ich habe dann auch immer am liebsten die Quellen gelesen und zu hören, wie jemand jetzt unter Robespierre die Verschärfung der Diktatur in der Französischen Revolution erlebt hat. Und das kommt auch hin und wieder als Kommentar von Schülern, auch aus sowohl West- und Ostdeutschland oder Gesamtdeutschland, dass sie sagen, sie kannten das vorher gar nicht und es war für sie einfach nur ein weiterer Stoff. Aber dass das wirklich so nah zu ihrem Wohnort vielleicht passiert ist und Leute solche Erinnerungen hatten, das berührt sie dann nochmal ganz anders. Und ich habe vor kurzem eine Diskussionsrunde gehört, der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Da saß ein Panel zusammen und hat über die Nachfolge der Stasi-Unterlagenbehörde gesprochen. Wie soll es da weitergehen? Und auf dem Panel saßen unter anderem Wolfgang Thierse als ehemaliger Bundestagspräsident und Hartmut Kaschig von der CSU. Und Wolfgang Thierse hat auch nochmal erwähnt, dass ihn die Serie Holocaust damals sehr berührt hat, als es um die NS-Diktatur ging, was so in der Nachkriegszeit oder dann in den 60er, 70er Jahren eine Produktion war, die dann die Leute auch nochmal ganz anders zum Nachdenken gebracht hat. Und Hartmut Kaschig von der CSU antwortet Wolfgang Thierse und betont auch nochmal einen Aspekt, der vielleicht nicht so faktenbasierte Geschichtsvermittlung das Wort redet. Ich teile das voll, was Sie sagen. Ich war wirklich jemand, der einen umfassenden Geschichtsunterricht als Leistungskurs Geschichte über
die NS-Diktatur in der Schule genossen hat, aber Betroffenheit, wirklich die Wirkmächtigkeit der Gefühle angesprochen hat für mich diese Serie, die ich als junger Mensch gesehen habe, weil sie mir deutlich gemacht hat, was es bedeutet, wenn eine Diktatur grausam in den Lebensalltag von Menschen eingreift. Und das merkt man halt wirklich auch, also wenn man über die NS-Zeit spricht und die Rassengesetze oder auch über die DDR-Diktatur, das liest sich auf dem Papier, so ein Gesetz, immer sehr nüchtern und trocken, und das war jetzt halt die Entscheidung vom Politbüro. Aber was es dann für manche Bürger bedeutet hat, das erfährt man dann eben nur von den Bürgerinnen und Bürgern selbst. Und da finde ich dann eben auch so ein Format, das Zeitzeugen zu Wort kommen lässt und Zeitzeuginnen, sehr, sehr wichtig. Und die Geschichte von Herrn Hespers ist natürlich auch eine sehr bewegende, und die bringt verdichtet wirklich auf eine Person nochmal so diesen ganzen Schrecken der NS-Zeit zum Vordergrund, und ich versuche das ähnlich wie in Staatsbürgerkunde auch halt verschiedene Leute zu Wort kommen zu lassen. Das ist jetzt nicht immer der Druck auf die Tränendrüse oder das Schreckensszenario, was die DDR gewesen sein könnte, sondern es sind auch einfach so die Alltagsbegebenheiten, und da zeigt sich auch, also es war nicht immer nur der Schrecken, der die Menschen bewegt hat, sondern auch einfach Mangel im Alltag oder was wird ihr Kind mal für eine Ausbildung machen können. Und da gibt es dann auch immer die Diskussion zwischen dem faktenbasierten Historiker und dem Zeitzeugen. Und es gibt das schöne geflügelte Wort, der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers, weil der eine so den großen Rahmen und die Weltpolitik im Blick hat, und der Zeitzeuge mit seinen von der Zeit verklärten Erinnerungen stört da eigentlich nur das große Bild. Kann mir der Daniel Messner dann gerne noch widersprechen, aber ich habe ihn auch gleich nochmal im Programm. Ich finde aber, das muss gar nicht sein, sondern die beiden können sich auch wunderbar ergänzen und miteinander in Dialog kommen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass je weiter der Podcast vorangeschritten ist, ich auch immer mehr spezielle Themen und Spezialgäste im Programm hatte, und die natürlich auch einen sehr kleinen Bereich der Bevölkerung der DDR abbilden. Und da ist es natürlich schwierig, dann oftmals noch Gegenmeinungen zu finden oder Leute, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und da, finde ich, können dann Historiker auch helfen, das einzuordnen und zu sagen, ja, das ist jetzt zwar nur einer, aber was er erzählt, steht tatsächlich für eine ganze Berufsgruppe. Oder eben zu sagen, ja, das mag er jetzt so erlebt haben, stimmt aber eigentlich im großen Kontext nicht. Und das versuche ich jetzt auch so ein bisschen, das Format weiterzuentwickeln, dass man vielleicht dann doch nochmal Fachleute zu Wort kommen lässt, die jetzt nicht speziell Zeitzeugen waren, aber die vielleicht das Gesagte von vorhergegangenen Episoden nochmal einordnen. Und ich finde, da ist auch in der Podcast-Landschaft sehr viel Platz für beide Formate und Ideen, also sowohl den faktenbasierten Historiker als auch den vielleicht ein bisschen emotionaleren Zeitzeugen. Und es gibt ja wirklich schon in unserer Community ein paar sehr gute Beispiele. Also wir haben ja gerade eins vorgestellt bekommen mit der Anachronistin, oder auch Opa Harald erzählt, der leider eingestellte Podcast, wo Luana mit ihrem Großvater über die Seefahrt spricht und was er in Hamburg alles erlebt hat, was dann auch eher so in den Bereich Oral History reinragt, wo ich Staatsbürgerkunde auch ansiedeln würde. Es gibt aber auch so ein Format wie Zeitsprung von Daniel und Richard, die beide Historiker sind und mit dem Faktenwissen aber dann doch in 20 Minuten immer schöne Geschichten aus der Geschichte erzählen. Und der Butler, der mit dem mit angegraben und dem historischen Kabinett sein Programm füllt. Und wir haben ja heute Morgen auch noch gehört, dass in den Charts vom BR zum Beispiel auch das Zeitwort oder die Zeitworte überhaupt von den Öffentlich-Rechtlichen einen ganz hohen Abrufwerte haben. Also so der Blick zurück auf ein tägliches Ereignis an dem Tag. Und ich glaube schon, dass da noch Platz ist für jede Menge andere Geschichtspodcasts, und würde mich freuen, wenn da noch einige andere entstehen würden, die ich auch gern hören würde, weil ich nach wie vor, glaube ich, noch keinen DDR-Podcast weiter kenne, der sich mit dem Thema beschäftigt und das vielleicht auch nochmal ganz anders angeht als ich. Ich wäre da sehr gespannt und würde es mir auch sehr gerne anhören, und überhaupt mehr Geschichtspodcasts. Wie gesagt, ich bin auch nach wie vor immer noch auf der Suche nach Themen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für mein Format. Es gibt jetzt 72 Folgen, ich glaube aber, da ist noch lange nicht alles auserzählt. Und zum Glück musste man eben die Öffentlich-Rechtlichen und die ARD in dem Fall nicht fragen, um das zu starten. Das ist nochmal vielleicht ein schöner Schwenk zu dem Keynote-Sprecher von gestern, der ja auch gesagt hat, Meinungsfreiheit und Redefreiheit sind vielleicht nicht immer das Gleiche, aber wir haben heute im Podcast die Möglichkeit, wirklich mit Redefreiheit
Inhalte zu produzieren, die andere vielleicht wieder zu einer Meinung oder einer Gegenrede auffordern, die jetzt aber nicht mit Hate Speech geprägt sein muss. Und da finde ich Podcast wirklich ein schönes Medium und habe es für mich auch ein schönes Medium kennengelernt, um über Vergangenheit in dem Fall zu sprechen. Von daher geht raus und macht tolle Geschichtspodcasts, macht tolle Podcasts generell. Go Podcasting, dem Aufruf von gestern kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Und bevor vielleicht jetzt vielleicht noch Fragen sind oder wir in die Mittagspause gehen, habe ich meine Eltern auch nochmal zu Wort kommen lassen, die heute leider nicht hier sind, aber aus der Ferne euch nochmal grüßen möchten. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier sind Lutz und Christine vom Podcast Staatsbürgerkunde. Wir wollten euch ganz viel Spaß bei eurer Konferenz wünschen und danke sagen, dass ihr uns so treu immer zugehört habt. Tschüss! Und auch ich möchte euch viel Spaß auf eurem Podcast-Treffen wünschen und möchte mich bei allen Zuhörern und bei allen Aktiven bedanken, die Martin bei seiner Podcast-Folge unterstützt haben. Und ich hoffe, dass es noch viele, viele neue Folgen davon gibt. Also viel Spaß euch allen. Tschüss! Prima. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen aus dem Plenum. Nur Mut. Ansonsten gerne auch draußen beim Essen. Da hinten erhebt sich ein Arm. Du hast ja das Stasi-Unterlagenarchiv erwähnt. Arbeitest du denn auch so wie Nora mit Dokumenten oder verlässt du dich allein auf Erzählungen? Also mit den Stasi-Unterlagen bislang erst in einer Folge, wo ich mit Stefan Wolle, also jemanden besprochen habe, der im Stasi-Unterlagenarchiv nach dem Fall der Mauer gearbeitet hat. Wir haben natürlich auch mit meinen Eltern mal über ihre Stasi-Akte gesprochen. Das ist aber ein Thema, was ich gerne noch angehen würde, aber vielleicht auch nochmal ganz anders angehen würde, vielleicht auch in einer längeren Serie. Ich habe noch mal überlegen, wie ich das mache. Ansonsten versuche ich aber schon, wenn die Gäste Unterlagen haben oder auch meinetwegen Unterlagen im Speziellen von der Stasi haben, dass man das mit in der Folge erwähnt, einbindet, dass die das vielleicht auch mitbringen, dass man daraus nochmal was vorliest, eben auch um jetzt nicht Atmo zu erzeugen, aber doch so ein bisschen, man orientiert sich an dem Objekt und spricht darüber, als dass man jetzt bloß alles aus der Erinnerung heraus macht. Von daher bin ich ganz froh, wenn die Gäste Dokumente dabei haben und Stasi-Unterlagen ist auf jeden Fall noch ein Thema, was kommen soll. Gibt es Kriterien, nach denen du deine Sendungsgäste oder Podcast-Gäste auswählst? Erstmal sind es natürlich Themen, die ich noch nicht hatte. Dann sind es Verfügbarkeiten von Gästen, Zugriffsmöglichkeiten auf Gästen, weil ich auch berufstätig bin natürlich und dann eher am Abend und am Wochenende recherchieren kann. Zugänglichkeit zu Gästen. Ich versuche schon, Gäste zu finden, die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind, also in der DDR aktiv gelebt haben. Und ja, auch so ein bisschen ein großes Bild zeichnen können von dem, worüber sie sprechen. Also wenn es zum Beispiel jemand in einer Partei war, dann sollte er auch ruhig mal den ganzen Partei Durchlauf oder Alltag beschreiben. Das sind so Kriterien, nach denen ich aussuche. Und auch Vorschläge von Gästen nehme ich gerne auf. Könntest du bitte kurz sagen, wer du bist, wie du dazu gekommen bist, den Podcast zu machen, was dein Hintergrund ist? Ja, gerne. Also mein Name ist Martin Fischer, wie es im Programm steht. Meine Eltern und ich sind 89 aus Thüringen in der DDR ausgereist. Da gibt es auch eine Doppelfolge dazu. Und sind in den baden-württembergischen Südwesten gekommen, als ich 10 war, zu Verwandten von uns, weil wir dort eben Verwandtschaft hatten, konnten wir dorthin kommen. Und da bin ich dann aufgewachsen, habe studiert und ganze Zeit lang gearbeitet und habe eigentlich dann nur noch Kindheitserinnerungen an die DDR gehabt. Und so kam eben dieses Interesse für, wie war das denn, als ihr so alt wart wie ich, 15, 16, 20? Und wie habt ihr denn die DDR erlebt, was ich jetzt nur als Kind erlebt habe? Das war so der Auslöser, dass ich neben dem, dass wir es immer Kollegen erzählen mussten, auch selber wissen wollte, wie es war. Oh. Dum, 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 dum. Weil du den Bezug ja auch zur Geschichtswissenschaft hergestellt hast. Mir fällt ein, es gibt in den 80er Jahren so eine Bewegung der Alltagsgeschichte und die hatte den Claim, a dig where you stand. Und ich denke, da können die Podcasts super anknüpfen daran. Also man muss da nicht unbedingt, glaube ich, einen Gegensatz aufmachen. Das lässt sich, glaube ich, super verbinden. Das glaube ich auch, ja. Danke.
Martin, hat das eure Familie verändert, diese vielen Gespräche? Also es hat zumindest das Wissen über meine Eltern dann nochmal ganz sehr verändert. Und meine Eltern haben auch gemerkt, während sie jetzt einzelne Themen besprechen, was ihnen noch alles einfällt und was sie schon wieder vergessen hatten. Also wir hatten jetzt nie das Problem, dass wir über diese Zeit sprechen konnten. Ich glaube, das liegt auch damit zusammen, und es hängt damit zusammen, dass meine Eltern eben Ausreise beantragt haben und jetzt nicht irgendwie im System verankert waren und da eigentlich einen Schlussstrich ziehen wollten, sondern wir haben eigentlich immer relativ offen drüber gesprochen und das hat es auch leicht gemacht, diesen Podcast mit meinen Eltern zu starten. Dass wir eben über vieles wirklich so offen reden konnten und auch was meinetwegen in weiter entfernter Familie passiert ist, ohne dass es da irgendein so ein Tabu gegeben hat. Klar, also wir aller Privatstes wird da jetzt natürlich im Podcast nicht verhandelt, aber ich habe dann auch so das Feedback bekommen, dass viele mit ihren Eltern dann auch angefangen haben zu sprechen, nachdem sie den Podcast gehört haben und manche auch geschrieben haben, ihnen fällt es schwer, mit ihren Verwandten über diese Zeit zu sprechen, aber dass sie dadurch halt einen Versuch gestartet haben. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Feedback, was ich bekommen habe. Aber also ich würde sagen, wir haben sehr viel übereinander gelernt dann durch diesen Podcast. Gut, prima. Vielen, vielen Dank. Claude, war noch? Okay. Martin, nochmal vielen Dank, dass du es gemacht hast und vor allem auch. Für die mal sehr anderen Folien. Du hattest genau, ja da muss ich noch dazu sagen, die hat Ulrike gezeichnet. Also vielen Dank auch nochmal an Ulrike für die grafische Unterstützung des Vortrags. Und du warst ja auch schon derjenige in der Vorstellungsrunde, der mal einen anderen Einsatz gewählt hat, die Vorstellung einzugehen. Also wir lernen hier ganz viel, was man noch alles so machen könnte für nächstes Mal.